Du willst Wildschäden mit deiner Drohne vermessen, doch wie genau funktioniert das? Genau das erfährst du in diesem Video. Herzlich willkommen zum neuen Video hier bei Copter Pro. Euer Alex hier von Copter Pro und schön, dass ihr wieder am Start seid zu einem neuen Video. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Wildschadensvermessung mit der Drohne. Direkt am Anfang, wir haben dazu schon einige Videos gemacht, wo wir euch das genau zeigen in der Praxis, wie es funktioniert. Wir verlinken die alle nochmal hier unter dem Video. In diesem Video soll es einfach mal darum gehen, euch nochmal zu erklären, wie ist dieser Wildschadenskurs überhaupt aufgebaut, was kann man eigentlich mit einer Drohne überhaupt vermessen zum Thema Wildschaden und welche Inhalte findest du denn überhaupt im Kurs? Grundsätzlich will ich das einfach mal durchgehen, weil ich glaube, das ist noch nicht allen klar und wir starten auch direkt rein, für wen eignet sich dieser Kurs. Grundsätzlich eignet sich dieser Kurs für Jäger und Landwirte, also grundsätzlich alle, die mit dem Thema Wildschaden zu tun haben. Du möchtest in deinem Revier Wildschäden vermessen, zum Beispiel im Raps, im Weizen, in anderen Fruchtarten oder zum Beispiel Wiesenschäden. Dann hast du die Möglichkeit, das Ganze mit einer Drohne schnell und unkompliziert durchzuführen. Wir erklären dir in unserem Wildschadensvermessungskurs, wie du genau das durchführst. Weil das eine ist natürlich, ja, es geht, aber das andere ist, ja, wie mache ich es denn? Und wie ihr von uns gewohnt seid, haben wir dafür eine komplette Anleitung in unserer Copter Pro Academy. Und wie ist diese Copter Pro Academy aufgebaut? Grundsätzlich, wenn du den Wildschadenskurs bei uns gebucht hast, kriegst du einen Registrierungslink per Mail. Dort registrierst du dich und erhältst Zugang zu unserer Copter Pro Academy. Das ist die größte Schulungsplattform zum Thema Drohnen, wo wir einmal die Produkte vorstellen und natürlich auch vorstellen, wie du die Produkte in den einzelnen Gebieten einsetzt. Beispielsweise der Feuerwehrmann braucht eine BOS-Schulung, der Jäger braucht eine Schulung zum Thema Jagd oder zum Thema Wildschaden. Oder der Drohnendienstleister eine Schulung zum Thema PV-Inspektion. Und genau das findest du alles auf unserer Copter Pro Academy. Jetzt nochmal zurück zum Thema Wildschadensvermessung. Wie ist denn dieser Kurs aufgebaut? Du hast den Zugang erhalten und hast dann die Möglichkeit, verschiedene Videos anzuschauen. Wir haben das unterteilt in verschiedene Kapitel, auch mit Unterkapitel. Dort findest du Videos, die du von A bis Z durchschauen kannst. Du kannst die Videos vorspulen, zurückspulen, die immer wieder anschauen und unter den Videos findest du Beschreibungen sowie Checklisten und PDF-Anhänge, die du dir herunterladen kannst und die dir vielleicht helfen, das Ganze noch einfacher durchzuführen. Das Schöne, wenn sich was ändern sollte, zum Beispiel an der Software, um diese Wildschadensvermessung durchzuführen, dann bekommst du eine Information per Mail, dass sich was geändert hat und direkt den Link zu dem neuen Video und du findest das neue Video einfach in deiner Copter Pro Academy, in deinem zum Beispiel Wildschadenskurs. Das ist für uns eine super Möglichkeit, diese Kurse immer up-to-date zu halten. Und da fließt natürlich auch das Know-how von vielen Kunden mit rein, die uns Feedback geben. Du hast in diesem Kurs folgende Möglichkeiten. Dir wird einmal erklärt, was ist Wildschadensvermessung überhaupt? Grundsätzlich, wie führst du das Ganze durch? Dann erklären wir dir, welche Technik du dafür brauchst, also welche Drohne sich dafür eignet. Dann erklären wir dir, wie du die Software herunterlädst, wie du sie einstellst und natürlich die Missionen mit der Drohne über dem Feld so planst, dass du auch verwertbares Bildmaterial hast, das du über die Software auswerten kannst. Dann haben wir noch häufig gestellte Fragen da drin und erklären dir natürlich, wie du mit dem Landwirt das ganze Thema kommunizierst und was du dabei beachten musst. Und wir erklären dir, wie du am Ende ein fertiges Modell bekommst, in dem du siehst, wo welcher Wildschaden mit welcher Fläche war. Doch wie funktioniert das technisch überhaupt? Grundsätzlich, welche Drohnen eignen sich dafür? Die Drohnen, die sich dafür eignen, sind zum Beispiel die DJI M30T, die DJI Mavic 3 Thermal oder alle Drohnen, mit denen du Missionen planen kannst. Innerhalb dieser Mission muss die Drohne die Möglichkeit haben, zeitgesteuert oder distanzgesteuerte Intervallaufnahmen zu machen. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel ein Feld eingeplant habe, muss sie jeden Meter oder alle 3 Sekunden ein Bild machen. Diese ganzen Bilder werden im Prinzip zusammengefügt zu einem großen Bild. Ich habe jetzt also meine Fläche geplant, zum Beispiel meinen Weizenschlag, lasse die Drohne automatisch über das Feld fliegen, sie macht alle 2 Meter ein Bild. Ich packe diese ganzen Bilder in die Software und die werden zu einem großen Bild, nämlich meinem realen Bild von diesem Feld. Und in diesem Bild kann ich dann, dadurch, dass hinter dem Bildmaterial immer GPS-Koordinaten hinterlegt sind, vermessen, wie groß ist der Schaden. Ich sehe also quasi ein Riesenbild von meinem Feld und kann in diesem Bild sehen, guck mal, das Loch im Weizen ist so groß, hat 20 Quadratmeter beispielsweise. Und exportiere mir das nachher als ein großes Bild, das ich zum Beispiel für die Wildschadensverhandlung nutzen kann.
Das war mal so eine Übersicht. Die Vorteile davon liegen auf der Hand. Wir haben hier eine Genauigkeit von ca. 5 bis 10 cm, was für Wildschäden absolut vertretbar ist. Und wir haben hier die Möglichkeit, alle Art von Schäden zu vermessen. Fehlstellen, Wildschäden in Wiesen, in Rapsfeldern, in Weizenfeldern, in Maisschlägen, also in allen Vegetationsarten oder in allen Kulturen. Das war die Erklärung von unserem Wildschadenskurs. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben einen Kurs gebaut, der dir zeigt, wie du mit deiner Drohne, entweder mit deiner Bestandsdrohne oder mit der Drohne, die du dir eventuell irgendwann mal anschaffen möchtest, Wildschäden aus der Luft vermessen kannst. Wie du die Mission ideal planst, um gute Ergebnisse zu kriegen, mit welcher Software du arbeitest und wie du fertige Ergebnisse exportierst, um sie für die Wildschadensverhandlung nutzen zu können. Wir halten den Kurs immer aktuell und du hast Zugriff und kannst dir das so oft anschauen, wie du möchtest. Grundsätzlich bedanke ich mich, dass ihr wieder dabei wart. Schaut hier unter dem Video, da verlinken wir euch den Wildschadenskurs und sage bis dahin, macht's gut, euer Alex von Copter Pro.